Ein großer Moment für Dietmar. Einfach nur schwimmen gehen. Alexander hat Angst vor dem Wasser, will aber dabei sein. In der Brust sitzt die implantierte Batterie für den Hirnschrittmacher. Auch für Betreuer Ingo ist Didis Freude schön. Der Körper, auf einmal keine Last mehr. Das Leben, auf einmal ein bisschen leichter. Ein Gefühl, das für mehr als einen reichen kann. Er freut sich jetzt schon die ganze Zeit drüber, hier reinzukommen. Und jetzt haben wir die Zeit gehabt, da mal so richtig eine halbe Stunde uns hier drin zu vergnügen. Und es macht ihm auch eine Menge Spaß. Es soll ja auch genau so sein. Und das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Die Kinder und Jugendlichen, die geben einem ganz, ganz, ganz viel. Also ich gehe manchmal mit so einer Zufriedenheit nach Hause. Ich glaube, diese Zufriedenheit hat man, glaube ich, nicht im Büro oder so. Also die geben einem ganz viel zurück. Und wenn es nur eine Handberührung ist oder einmal im Monat, wenn ein Kind mal schafft, ein Lächeln, also das ist was ganz Tolles. Also was ich auch alles einfange, so mit meinen Blicken und mit meinen Gefühlen und so. Also oder mit den Jugendlichen gerade, wenn sie sich mal einen kleinen Moment dann öffnen von ihren Themen, das ist dann auch so ein Erfolg, sage ich jetzt mal, so, wo man denkt, ja, irgendwie macht man die Arbeit dann doch auch richtig. Stopp! Wir werden frisch und frei. Krankenschwester Yvonne organisiert bei Affenhitze einen Ventilator aus dem Kinderhospiz. Für Alexander und Dietmar eine coole Gaudi. Ja, das ist gut. Was können Sie von den Gästen lernen? Gerade, sag ich jetzt mal, von den Jugendlichen, die, sag ich jetzt mal, selber sich äußern können, diese Stärke von denen. Aber das lernt man auch manchmal von den kleinen Kindern schon. Also dieses Stehaufmännchen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Also manche Kinder, die sind wirklich sehr zäh. Also die eine Lungenentzündung, zweite, dritte, vierte, fünfte. Und es ist immer noch irgendwie gut für sie und schenken einem Lächeln. Und dann denkt man immer, boah, diese Kraft, die haben. Und dann geht man nach Hause und wenn dann jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen, dann sage ich ihr, dann kommt mal hier hin. Also man geht selber mittlerweile auch mit dem Leben ganz anders um. Man nimmt andere Sachen auch gar nicht mehr. Ja, das sind teilweise Peanuts, wenn man hier arbeitet. Also man lebt bewusster, muss ich sagen.